Ja, hi und willkommen, mein Name ist AndiRollP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Ja, letztens ist es wieder ein bisschen drunter und drüber gegangen in der letzten Folge und ja, weil nicht dieser komische, weiß nicht, was war, ein Turm, Aspio, der Typ da oben glitscht voll, ist irgendwie in die Luft geflogen, also jetzt nicht im Sinne von explodiert oder so, aber wortwörtlich in die Luft geflogen. Und ja, da ist jetzt irgendwie eine Insel oder so. Ich soll vielleicht mal gucken, sehe ich das jetzt hier auf der Karte irgendwo? Also nicht, ne, glaube nicht. Und ja, wir wissen noch nicht genau, was wir machen sollen, aber wir müssen hier mit Flints kleiner Brigade, ja, nehme ich mal an, sprechen. Also diesen Apfelkopfjung und die eine Tusse, die uns abstechen wollte oder die uns abgestechen hat eigentlich. Und ja, da wird wahrscheinlich ein sehr schönes Wiedersehen. Du, hör auf, hier auf der Stelle zu laufen. Ich kann den noch nicht mal ansprechen. Was ist das denn? Alter. Und ja, wir gucken mal, was die von uns wollen. Flynn, glaube ich, irgendwas von uns. Und die sollen uns das jetzt wahrscheinlich mitteilen oder irgendwie sowas. Mal schauen, da wird ein sehr schönes Wiedersehen mit Yuri und der einen Olle. Ne. ユリ・ロウェル。あ。ソディオ。ね。フレンがどうしたってんだよ。あ、はい。あの怪物が空を覆ってから大勢この大陸から避難しているんです。でもギルドの戦団で帝国の護衛を拒否するのがいて、隊長はそれを放っておけなくて魔物に襲われた戦団はヒピオニアに漂着。 僕たちは戦ったけど、だんだん追い詰められて、私たちだけが救援を求めるため脱出させられた。でも騎士団は各地に散っていて、もう皆さんにお願いするしか方法はないんです。しかし時が経ちすぎた。隊長はもう相変わらずつまんねえことしか言えないやつだな。何？ 諦めちまったのか。お前何のために今までやってきたんだよ。私は、私はあの方、フレン隊長のために、あの時だって。いや。メソメソしててめえの覚悟を忘れて諦めちまうやつに、フレンのためとか言わせねえ。覚悟。リンゴ頭、ヒピオニアだったな。 そういうわけだ。ちょっと行ってくるわ。みんな、タルカロンに行く準備を。え？私たちも行きますよ。そうだよ。悪い癖だよ、ユリ。まあ、ehrlich、meine、Aufnahme ist schon wieder am Rumspacken。なら、なおさら、あと一人で行かせるわけにいかないわね。 それにバウルが言うこと聞かないと思うけど、一人はギルドのために、ギルドは一人のためになんでしょう。時間ないならちゃっちゃっと言って片付けようじゃないの。うちは噛みついたウツボ以上の勢いで死ぬまでユーリについて回るぞ。たく付き合いいいな。じゃあ行くか。おう、ブレイブベスペリア。 Ja, so weiß ich. Müsst mir was sagen. Ja, ich muss noch mal kurz die Aufnahme stoppen und meinen Stecker ein- und ausstecken, weil das scheint irgendwie in letzter Zeit oft zu passieren. Und ja, ich sehe euch dann gleich. So, und da bin ich auch wieder. Jetzt scheint es wieder gut zu sein. Keine Ahnung, mein Bildschirm ist irgendwie voll am Flimmern, irgendwie, weiß nicht, abspacken hin und wieder. Das sieht man alles nicht in der Aufnahme, aber ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn man das die ganze Zeit so laufen lässt. Scheint irgendwann am Fernseher zu sein, glaube ich.
Es geht. Nö. Deswegen tue ich das nochmal neu starten. Das ist gestern auch schon passiert, dass ich auf meinen englischen Kanal Fire Emblem aufgenommen habe. Also ja, das weiß ich nicht. Ich nerv das ein bisschen. Warum muss das passieren? Und mit meinem Aufnahmegerät geht es irgendwann mal zu Ende. Hat sich lang gehalten. Kann ich jetzt neue Sachen verkaufen? Ich muss jetzt zu diesem Turm hin, ne? Den wir da gesehen haben, oder? Kann ich neue Sachen herstellen? Keine Ahnung. Glaub nicht, ich gucke jetzt nicht nach. Gut. Weiß nicht. Oh. Oh ja, ist gut. なぜだ。どうしてあの時のことを咎めない。私はお前を水に流したつもりはねえけどな。俺諦めちまったやつに構ってるほど暇じゃねえんだよ。諦めてなど。ならなんで一人ででも触れを助けに行かない。俺を決してでも守りたかったあいつの存在をどうして守りに行かねえ。私ではあの人を守れない。 お願い。言われるまでもね。お願い。ああ、あんたの言うことで一つだけ同意できることがあるぜ。俺は罪人。いつ切られてもおかしくない。そしてフレンは騎士の鏡。今後の帝国騎士を導いていく男。その隣に罪人はふさわしくない。 Das ganze Arc mit, dass sie ihn umbringen wollte, war doch jetzt eigentlich nur dazu da, um Biuri wieder als guten Charakter darzustellen, ne? Okay, Flynn schwebt in Gefahr.彼はいつもそうです。人々を守るために自分が傷つくことを厭わない。あいつ無茶するからな。あんたもそうでしょ。まさにルイトモってやつね。あら、みんな同じでしょ。何がよ。ブレイブベスペリアは面倒なことになっても結局放っておけないものな。みんな放っとけない病だからな。はい。だからフレンも放っとけないんです。うんうん。そうそう。じゃ Okay. So, wo finde ich jetzt diesen Ort? Ich nehme an, der wird nicht so schwer zu übersehen sein, ne? Riesige große Festung, Turm oder so. Werde ich schon irgendwo finden, ne? オッケー。バウルは元気か？疲れてないか？大丈夫よ。でも不安がってる。どうしてだ？今はまだ精霊化に足るだけのアパティアが彼の中にはないの。でもいつか自分も精霊にならなければいけないんだろうかって。人もいつか死ぬ。 でもそれを毎日不安に思って過ごしてるわけじゃない。そういう人もいるんじゃないかしら。バウルはそんな意気地なしなのか？あなたの何倍も繊細なのよ、バウルは。死んじまうってのは例えであって別に本当に死ぬわけじゃないだろう。でも意識は少しずつ新しいものと入れ替わってしまう。得体の知れないものへの不安か。そういう意味では一緒だな。 他のエンテレケアは精霊になることを受け入れた。それは彼らが世界の安定化を自らの使命と割り切ってるから。バウルにだって使命はあるだろう。それともヘルメス式ブラスティアを壊すのはその使命と関係なかったのか。ブラスティアを壊すことと精霊になることと覚悟が全然違うわ。バウルにはまだエンテレケアとしての 己をなくす覚悟がないだけ。 ま,
俺は覚悟できてないって方がよっぽど健全だと思うし、理解もできる。Er hat irgendwas mit der jetzigen Story zu tun, oder ist einfach nur ein random Event? Judy wa Paul o seirei ni shitai no ka? Iie, mattaku zenzen. Demo, sore o hoka no Enterekei ya seirei tachi ga dou omou no ka? Oh. Die vier Geister. Hi. わからないわ。バールと精霊たちが対話してるみたいだけど、声は聞こえない。そう。どうした？もう心配はいらないって。何があったんだ？さあ、でも精霊たちがバールに何か言ってくれたのは確か。精霊は意外と楽だってか。そういったことかしら、きっと。どっちにしろ今すぐ精霊化は無理だけどね。この旅が終わるまでもうしばらく頼むな、バウル。任せろって。OK。V.I. Freed。みんな黙ってて悪かったのじゃ。正直かなり驚いたわ。っていうか今でも信じがたいわ。あんたがあのアイフリード。Er würde ich auch gerne mal wissen。確かにアイフリードに関する情報は少ないけど、さんアイフリードはてっきり男だと思ってたわ。精霊の牙は外との交渉をサイファーがやっておったからな。やつのことをアイフリードだと思う人も多かったみたいじゃ。あのパティはブラックホープ号事件の真実を世の中で伝えないんです。ここまで広がった汚名じゃそう簡単に消えるとは思えん。それにそれに何？真実はみんなが知っててくれてればそれだけでうちは満足じゃ。じゃあ俺たちはアイフリードの真実を知る生き証人ってことで責任重大だな。でもいかにも仲間って感じでいいよね。そういうの嫌いじゃないわ。ふう、しょうがないから乗ってあげる。おっさんも混ぜてよ。パティ改めてこれからもよろしくです。みんなありがとう。なのじゃサイファー、お前のように心から信頼できる仲間がまたうちにはできたようじゃ。 OK。 Da können wir jetzt mal diesen Ort finden. Weiß nicht, ob ich dafür hin muss. Wird ja wohl nicht so schwer zu übersehen sein, ne? Wo ist das Ding? Aspio, oder war doch Aspio? Wo war Aspio? Was? Hier konnte ich vorher noch nicht rein, glaube ich. War nicht Feuerwasser? Hallo? Aber habe ich jetzt neue Orte aufgemacht? Gentleman. Ja. Auch kann ich jetzt zu dieser einen Insel endlich. Also nicht. Gentleman fliege gut. Okay, ich habe so Gefühl. Eigentlich jetzt zu dieser einen Insel. Du weißt schon, welche ich meine, ne? Weil hier war, glaube ich, vorher Wasser, wenn ich mich nicht irre. Ist der Wasserspiegel gesenkt oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Große Piratensymbole. Marisu-Genma-Dake. Was ist das? Das ist
この2つが1つになった時、楽園の扉が開かれるのじゃ。楽園？嘘くさいわね。うん。え？もっと夢を見そうよ。そもそも古今東西、そういう楽園の伝説ってのは山ほどあって、どれもこれも眉唾なのよ。眉唾を眉唾じゃなくするのが冒険語るうちらの使命なのじゃ。ねえねえ、その楽園って何があるの？さあの、どこにあるのよ。さあ何よ、わからないことばっかじゃない。わからないからこそロマンがあるのじゃ。リタ姉の求めてる魔導学も同じなのじゃ。答えがはっきり出る魔導学と、あるかどうかわからないものを一緒にするな。パティ、リタに何を言っても無駄だよ。OK. Ich muss mal die eine Insel hier abchecken. Kann ich da bestimmt jetzt auch hin, ne? Dreck. Ist das Wasser weg? Wasser ist weg, ne? Ah, ich kann jetzt endlich da rein. Ah. Guck mal. Boah, du blödes Mistviech. Ich wollte den Augenblick noch genießen. Erlernt. Was hat sie erlernt? Ich habe es nicht gelesen jetzt. Ist nicht mitbekommen. Mondglanz. Aber da war der Angriff, glaube ich. So, ich wollte eigentlich fliehen. Und hallo. Ich habe gerade fliehen gemacht. Wieso ging das nicht? Tschüss. Okay, gehen wir mal da rein. Muss, das heißt, ich muss die ganze Karte noch mal abchecken, um zu gucken, wo sich neue Orte aufgetan haben oder so. Der glückliche Ort, Insel Nam Kobanda. Ja, so was gab es, glaube ich, auch in Tales of the Abyss und so, ne? Nam Kobanda Islands. Ist das für ein Ort? Ist ja schon eine komische Atmosphäre. Guten Tag, verehrte Gäste. Ihr seid das erste Mal hier, richtig? Zuerst bitte Eintrittskarten kaufen. Eintrittskarten, wir müssen bezahlen, um reinzukommen? Richtig, es kostet aber nur 10 Gold pro Person. Boah, das ist ja ein Witz, oder? Keinesfalls, wir machen das nicht aus Profitgier. Es geht uns darum, anderen zu ihren Spaß zu verhelfen. Was passiert hier denn überhaupt? Schwer zu erklären, aber im Prinzip ist es eine große, lustige Party. Ihr versteht am besten, was ich meine, wenn ihr einfach mal reingeht und euch selbst umseht. Was sollen wir machen? Ja. Vielen Dank, hier sind eure Eintrittskarten. Insel Nam Kobanda Eintrittskarte mal 1. Montags ist sonst nirgends etwas los. Ihr könnt kommen und gehen, wann ihr wollt. Ich wünsche viel Spaß und vergesst eure Sorgen. Während ihr hier seid, müsst ihr für alle Jetons verwenden. Bitte wechselt in der Turnhalle euer Geld in Jetons. Ah, da kommt das wieder vor. Hey. Willkommen auf der Insel Nam Kobanda. Wir haben uns in die fantastische Attraktion, ja. Beim Schatzangeln hält man Schätze ein, indem man an den Schnüren zieht. Ich glaube ja gar nicht, was ihr dabei alles an Land ziehen könnt. Im kleinen Beet steht eine Thermometerhütte. Was? Thermometerhütte. Ein Ganteich, etwas schwimmt darin. Das ist die Turnhalle. Viel Spaß mit unseren Attraktionen. Das ist nicht herrlich hier, so lustig. Hier gibt es so viel zu sehen und zu tun. Schuhablage, was? Bist echt ein hübsches Ding, oder? Bist du sicher, dass du nicht beim wirklich eine verkleidete Dame bist? Was? Ist was? Okonomiyaki nicht einfach köstlich? Aber leider können wir keinen Reis dazu anbieten. Was hast du gefällt? Wir müssen mal einen Goldfisch schöpfen. Jeder geschöpfte Goldfisch kann mit nach Hause genommen werden. So, wo kann ich meine Dings hier eintauschen? Das Wichtigste ist, nicht zu viel zu essen und sich beim Spiel nicht zu sehr anzustrengen. Ich bin als falls etwas wissen sollte, bin ich zur Stelle. Licht erzeugt Dunkelheit. Wahrheit gewährt Übel. Was schützen jene stark mit einem Schlachten, die unzählige Opfer fordern?
Vom allen Welt redest du da? Vielleicht war das eine Wahrsage. Oh, ich liebe Wahrsagerei. Ich bin kein Wahrsager. Oh, tatsächlich, sie sind also Anflächenleser. Also Rita, machen wir unsere Handflächen bereit. Das ist ziemlich genau das gleiche. Ich öffne das Portal zu ihren finsteren Erinnerungen, werde ihren Spiegelbild, durch das sie sich euch entgegenstellen. Ein Portal kostet 300 Jetons. Was, wir sollen in Jetons bezahlen? Ein Portal, 300 Jetons. Oh, sie haben mich erschreckt. Dunkle Erinnerungen entgegenstellen, hm? Sie meinen, wir zahlen, damit wir gegen Monster kämpfen, die wir schon besiegt haben? Sehr richtig. Einmal geöffnet kann ein Portal nicht mehr geschlossen werden. Ah, also sobald wir einmal bezahlen, um einen Gegner zu kämpfen, können wir so oft gegen ihn kämpfen, wie wir wollen. Erster Kampf sei im Rahmen einer kostenlosen Demonstration umsonst. Wenn Sie erneut gegen es zu kämpfen wünschen, müssen Sie eine Vereinbarung treffen. 300 Jetons. Oh, der erste ist umsonst. Probieren wir es mal. Ihr trittst übrigens alte Bosse an. Vor dem Kampf wirst du voll geheilt. Du erhältst keine Erfahrung, Geld oder Objekte. Wenn du besiegt wirst, wirst du geheilt und dein Spiel geht weiter. Jeder Kampf kostet 300 Jetons, aber nach Bezahlung kannst du beliebig aufkämpfen. Warum sollte ich das nochmal machen? Sicher, ihr kostenlos Testung geht nur für diesen Besuch. Okay. Weiß ich, Zagi. Warum sollte ich den jetzt noch mal bekämpfen? Von den Sachen zu klauen oder was? Was hast du dich denn umgezogen? Ja, schon tot. Geheimmission abgeschlossen. Oh, man kann ja die Geheimmission nachholen. Okay. Okay. Oh, man kann richtig kämpfen. Wie macht er das? Wir kriegen nicht einmal Geld oder Erfahrung dafür. Ist das sinnlos? Was ist das? Ja, cool. Vielleicht gibt es da irgendeine Art von Belohnung. Das ist eine nette Attraktion. Warte, meinst du das ernst? So kann man das auch sehen. Wir kommen ein andermal wieder. Es kostet 300 Jetons, um ein weiteres Portal zu öffnen. Zurück zur Feldkarte. Nein. Sind die Chaos und die Ameisenlöwen überhaupt? Sind ganz anders als die Kritja. Hier zu den Rechten haben wir die Ringwurfecke. Werft ein paar Ringe und holt euch einen Preis. Natürlich müsst ihr dazu auch den Stab treffen. Wo kann ich meine Dinger hier eintauschen? Wenn ich wissen, was ich alles machen kann, ich will wissen, wo ich die umtauschen kann. Turnal. Ich habe zu viel gegessen. Jetzt 256 Chicken Nuggets. Magenschmerzen. Bon, bon, bon. 256. So, wo kann ich denn Jetons kaufen? Das ist eine Statue eines Rappik. Da steht anlässlich des 100. Jahrestags. Die Zeitkapsel wird in 20 Jahren geöffnet. Wie so ein typisches japanisches Fest ist das hier irgendwie. Sorge für. Weiß nicht, wie die alle heißen. Na, ja, das sieht sehr japanisch aus hier. Ich ein paar magische Auge. Alles Teiler. Einfach von jemandem hier geklaut. Boah. Irgendein Brief, dran steht für Asch von Natalia. Okay. Anspielung an Tales of the Abyss. Sehr cool.
Lied der Schule von Namkobanda. Feuerstolz singen wir für dich, Namkobanda, unsere Insel der untergehenden Sonne, Heimat des Geistes, der Leere und der Wonne. Deshalb singen für dich und Namkobanda. Ich weiß immer noch nicht, wo man. Da liegt ein langer Gang. Links und rechts davon befindet sich Klassenzimmer und ein Lehrerzimmer. Ich weiß immer noch nicht, wo ich Jetons hier eintauschen kann. Kollege. Wo kann ich hier meine Dinge eintauschen? Ja, ich. Warte mal, sind das. Hey, das ist Mew. Und da sind diese Power Ranger Klamotten, die man auch in Dings Tales of the Abyss anziehen konnte. Tales of the Abyss, der Titel, der direkt vor diesem Spiel kam. Und hier gibt sehr viele Anspielungen an den Titel. Also ich weiß immer noch nicht, wo man hier Dings jetzt bekommt. Leute, wo kriege ich hier Jetons her? Ich kann ja nichts machen, habe ich so Gefühl. Jojo angeln, Jojo angeln, Jojo. Ich habe doch jetzt mit denen gesprochen bisher. Mein lieber Scheu, da machst mir einen Angst. Hör auf, dass er weggehen ein, als wolltest du mich mit dem Schwert aufschlitzen. Okay. Ich weiß immer noch nicht, wo man Jetons herbekommt. Hallo, ich bin jetzt hier über den Gang. Was ist denn das? Turnhalle hier. Und dieser Ort ist verrückt. Hey, das ist doch die Dings. War ja klar, dass ich euch hier treffen würde. Ist so eine Angelegenheit des Magda Fortuna hier? Leider nicht ganz. Ich habe gerade von dieser Insel erfahren und jetzt schaue ich mich mehr hier mal um, Dingenskirchen. Und du hast schon herausgefunden, was das hier für ein Ort ist? Es ist eine Art Spielplatz, ein Paradies, in dem man den Alltagssorgen vergessen und Spaß haben kann. Ich finde nicht, dass es so aussieht. Schaut selbst, ihr werdet verstehen, was ich meine. Ihr könnt euer Geld in Jetons umtauschen. Je eher, desto besser. Ja, das machen wir. Dann viel Spaß, wir sehen uns später. Und dann willst du unser Geld in Jetons wechseln? Ja, gute Idee. Jetzt ist das Poker. Hallo, hallo. Sehr freut, seid ihr zum ersten Mal hier? Ja. Um euch hier zu amüsieren, benötigt ihr Jetons. Geld werden nicht angenommen. Ihr könnt entweder Geld oder Rangpunkte in Jetons umtauschen. Ihr habt ein paar Jetons für den Anfang, da es aber erstes Mal ist. Diese gehen aufs Haus. 5. Spielt viel Spiele, um Jetons zu sammeln. Habt ihr genug, könnt ihr sie gegen fantastische Preise eintauschen. Weiter einfach den Ameisenlöwenmann neben mir, wenn ihr etwas eintauschen möchtet. Viel Spaß. Ich glaube, mit 5 Jetons werde ich nichts anfangen können. Wie viel brauche ich dafür? Eine Menge. Sehe ich irgendwie, wie viel Rang ich habe? Eine Menge. Sie kommt mir übrigens auch bekannt vor. Kann Jetons gegen Pfizer tauschen. Barriere, Wundergummi. Strohhut. Kirschblütenzweig. Kalebassentrank. Kann man einen Schluck davon kaum widerstehen. Partyhut, Strohhut, Maske. Harolds Maske. Heiliger Rächer. Güte der Menschheit, da okay. Wunderarm rein. Okay.
Noch eine Cutscene. Ich liebe Kapseln, du liebst Kapseln. Wir alle lieben Kapseln. Hey, hey, hey. Komm in der Kapselkapelle. Seid ihr bereit für eure Kapseln? Was meinst du denn heute? Was ist eine Kapsel? Du hast ein oder zwei Jetons ein, die Maschine dreht sich und wirft eine Kapsel voller Träume und Liebe aus. Was genau ist in diesen Kapseln? Große Träume, kleine Träume, alle Arten von Träumen eigentlich. Es kann so ziemlich alles drin sein. Es klingt für mich nach einem gewagten Glücksspiel. Träume sind immer ein Glücksspiel, meine Freunde. Für diesen Automaten braucht man von rechts nach links 1 Jetons, 10 Jetons, 100 Jetons und 500 Jetons. Je mehr Jetons erforderlich sind, desto besser die Träume. Wählt einen Automaten aus und holt euch eure Kapsel. Man muss die Kapseln lieben. Sie drehen sich und drehen sich. Hey, man muss die Dinger wirklich lieben. Also von rechts nach links. Oh, ein Spezial Spielzeugautomat für nein. Ich dachte, für einen kann man mir auch. Und den Hebel mit einem Müll zu schieben. Zeit wird etwas repariert. Oh. Oh, du, ich habe schon lange nicht mehr gesehen. Du hast mich gefunden, du bist ziemlich gut. Zur Belohnung zeige ich dir, wie man kocht. Witchy, so ist ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich muss los, mein Planet braucht mich. Tschüss. Und da ist Tokunaga in der Ecke. Diese Monster auf den Endes gereitet ist. Im Kampf von Tales of the Abyss. Du bist du der gleiche wie vom Dings. Wir kommen in der Ecke der fesselnden Spiele. Bitte trete näher und lasst euch unterhalten. Oh, das Eis hier, das habe ich noch nie gesehen. Das sind keine Blastia, oder? Korrekt, alles vollkommen Blastia frei und handgemacht. Das sagt ja so ziemlich gut, was? Du meinst, ihr kleinen Bengel habt ihr all das von Hand gemacht? Natürlich, wir haben uns fast zu Tode geschuftet, Mann. Oh, das ist fabelhaft, was ist das denn hier? Das müsst ihr gesehen haben, meine Freunde, aber um es zu sehen, müsst ihr es spielen. Es spielen, wir müssen ja nicht mal wie. Keine Sorge, das habt ihr nur begriffen. Wenn mich jemand von euch für eine Probe aussuchen dürfte. Gut, ich nehme Fräulein Krypta Hopsasossa. Mich? Ich weiß nicht, ob ich für so etwas sehr begabt bin. Keine Sorge, das macht es nur noch lustiger für dich. Gut, gut, also dann hier lang. Geh, bleib einfach nur kurz dort stehen. Und jetzt, tschatsching! Tales of Draspi. Okay. Okay. Ich nehme mal an, ich muss den Dingern ausweichen. Weil ich kann nicht schießen oder irgendwie sowas. Den Knopf schon versucht. Gott. Ja, das ist Gott. Aua. Das war Baul, oder? Das war nur gedacht, das wurde auf dem Bildschirm angezeigt. Ich finde, das verleiht dem Ganzen noch eine spielerische Note, meinst du nicht? Ich verstehe das nicht. Du meinst, wenn jetzt ein anderer denkt, dann zeigt der Bildschirm auch was anderes? Tut mir leid, aber das war's. Das war jetzt der letzte Spielautomat, der noch nicht in Verwendung war. Und so eine Spaßbremse. Das macht doch nichts, oder? Wir können jederzeit wiederkommen und nochmal spielen, nicht wahr? Ja, wann immer ihr wollt. Ihr werdet eure eigenen Spielautomaten haben. Nur für Freien Hopsasa und ihre Freunde. Und vergesst nicht dafür, das nächste Mal spielt auch die Jetons. Noch 10 Jetons, oh Gott, damit werde ich so viel Zeit verbringen, um das zu schaffen oder so. Mein Gott, jetzt wohl alles eine Cutscene. Wir kommen auf sein Prüfungszentrum, der OFKAK. Seid ihr gekommen, um die Prüfung abzulegen? Ich weiß nicht mal, was ich dazu sagen soll. Also zuallererst, wo sind wir hier? Ach, das weißt du. Eine Prüfungsstelle, Organisation für Forschungszusammenarbeit der Kaiserlichen Akademischen Konferenz. Die Hürde liegt sehr hoch, aber wer die Prüfung besteht, erhält einen sehr speziellen Doktortitel. Moment mal, OFKAK, das ist doch die beste Forschungseinrichtung im gesamten Reich. Die berühmte Organisation, die von der Wissenschaftswoche dem Fachorgan der Forschung anerkannt wird? Beeindruckend, wie ich sehe, bist du mit unserem Forschungsgebiet bereits vertraut.
Dann kannst du zweifelsohne auch dem Miska Doktortitel. Hier kannst du die damit verbundene Prüfung ablegen. Das glaubst du auch selbst nicht. Der Miska-Titel ist die höchste Ausrichtung für Blastia-Forscher. Du willst mir weismachen, dass man hier eine dermaßen wichtige Prüfung ablegen kann an einem solchen Ort? Ha! Hey, Juri, reden die beiden wirklich in einer fremden Sprache miteinander oder verstehe ich bloß kein Wort? Ich verstehe auch nur Bahnhof. Warten wir mal ab, was passiert. Die Originalprüfung kann nur in der Hauptstadt abgelegt werden, aber wir sind eine offiziell erkannte Außenstelle. Übrigens habe ich meinen eigenen Titel auch hier erworben. Jetzt soll man sagen, dass du der Einzige bist, der jemals den Miska Doktortitel verliehen bekommen hat? Oh, ich habe ganz vergessen, mich vorzustellen. Ich bin Miska Jutalion. Moment, das kann nicht dein Ernst sein. Du bist also derselbe Miska Jutalion, der die magische Antikörper entdeckt hat? Der Miska Jutalion? Das ist ein Mensch. Sieht so aus, zumindest steht er auf zwei Beinen. Ja, ich bin derselbe Miska Jutalion, der die magische Antikörper entdeckt hat. Herr Brita, ich glaube, wir wissen alle nicht so recht, wovon du sprichst. Okay, dieser Mann ist der anerkannte und berühmteste Blastia-Forscher der Welt. Ich habe immer eine gewisse Nähe zu mir als seine Arbeiten verspürt. Seine Ideen sind meinen sehr ähnlich. Obwohl ich ihn noch nie persönlich kennengelernt hatte, fühlte ich mich ihm trotzdem sehr verbunden. Dann hast du also versucht, diesen Miska-Doktortitel zu erlangen? Ehrlich gesagt habe ich mich alle anderen Auszeichnungen und Diplome nie interessiert, aber der Miska-Doktortitel hätte ich gerne. Oh, wie schmeichelhaft, dass du meine Arbeit derart respektiert, Respekt zollst. Naja, wieder mal ein Beweis, dass die ersten Eindrücke täuschen können. Also, was sagst du? Möchtest du die Prüfung ablegen? Wo wir schon mal hier sind, was meinst du, Rita? Ich bin sicher, du bestehst mit fliegenden Fahnen. Estelle hat recht, zur Originalprüfungsstätte in der Hauptstadt können wir ohnehin nicht. Gibt es irgendwelche Auflagen, um die Prüfung ablegen zu können? Brauche ich irgendetwas? Aus deinen Augen spricht Entschlossenheit. Du erinnerst mich an mich selbst in meinen jungen Jahren. Alle Werke, die du vom stehen auf dem Blatt Papier. Verlier es also nicht. Es kostet 5 Geld, sie neu ausstellen zu lassen. Wenn du diese 5 Bücher mitbringst, wirst du zur Prüfung zugelassen. Das Dorf der Blumendecke. Überlegungen zum Duft des Meeres. Stadtplanung für ältische Großstädte. Die Legende der sengenden Sande zur neuen Ufern der Hoffnung. Ich dachte, die Suche nach diesen Büchern also den ersten Teil deiner Prüfung. Viel Glück. Wenn wir schon nach Büchern suchen sollen, sollten wir dort beginnen, wo man möglicherweise Zeug zum Lesen findet. Okay, machen wir uns also die Suche nach nach geeigneten Orten für Bücher. Okay. Ich habe so ein Gefühl, ich kann eine Menge Sidequests jetzt wieder machen. Okay, dann weiß ich, ich muss wieder, weiß nicht, Sidequesten, nehme ich an. Die Statue S ist da. Ja, kann ich Hintergrundmusik anhören? Okay. Was ist das? Sorgt für sind Anspielungen an alten Bandai Namco Spielen. Das ist auch Klonoa, ne? Filmprojekte. Ah, kann ich mir da Cutscenes angucken? Hallo, willkommen, willkommen. Na, wie läuft's? Ich sage euch etwas, was man nicht jeden Tag zu sehen bekommt. Sieht mir nach einem ganz normalen Modell aus. Deshalb führe ich es auch nur ungern Amateuren vor. Mann, naja, seht's euch an, okay. Sprich mit uns, als würde er uns kennen. Es geht mir echt auf die Nerven. Versuche ich nicht aufzuregen, Rita. Nun kommt, ihr habt genug getuschelt. Seht, seht. Was? Ich? Wer wäre besser geeignet als der ewige neugierige Captain Carol? Es ist vor deiner Nase. Mach's einfach. Ach, in Ordnung. Ich mache es. Ich sehe es mir mal an. Ah, die guten Erinnerungen von, weiß ich nicht, wann habe ich das Projekt begonnen? Er ist schon sehr lange her.
Okay. Großartig, ich erinnere mich daran, was passiert ist, und jetzt sehe ich es noch einmal. Habe ich es nicht gesagt, so etwas bekommt man nicht jeden Tag zu sehen. Dieses wunderbare Gerät trägt nur den als passenden Namen Filmspieler V. Er dient einzig und allein dazu, Ereignisse zu betrachten, die bereits geschehen sind. Kinderleicht. Das ist ein wirklich bemerkenswertes Blaster. Blaster, dieser schäbige Abglanz einer Technologie, du unterschätzt uns. Schäbig, was soll das heißen? Rita, ruhig, wir können uns das ja also anschauen, wann immer wir möchten. Solange ihr euch vorher die Wände wascht, ja. Oh, und ihr dürft es nicht schlagen oder treten. Macht dir keine Sorgen, wir sind doch alle reife Menschen. Wir kommen wieder. CG. Ah, okay. Oh, ist gar nicht mehr so viel übrig. Ah, guck mal. Also, wir sind schon sehr nah am Ende. Boah, was stand da? Plauderspieler. Hier, müssen wir dafür echt eine Cutscene angucken. Was ist das? Sieht aus wie ein Modell, aber mit einer komischen Form. Ja, es sieht ein Mo- es ist ein Modell, ein Modell. Geht euch das Gelaber dieses Team auch so auf den Zeiger, oder bin ich der Einzige? Die Einzige? Oder? Nee, mir auch. So gehört alles, was gesagt wurde. Alles, was gesagt wurde, hier und jetzt. Ich habe null Ahnung, wovon zum Teufel du redest. Kannst du nicht Wörter verwenden, die wir auch verstehen? Schaut doch hinein. Ihr werdet es verstehen, wenn ihr es gesehen habt. Kein Problem. Vielleicht sollten wir einen Blick hineinwerfen. Ja, gute Idee. Und wenn es nur der Erfahrung dient. Was? Warum sieht er mich so an? Du stehst am nächsten und bist auch der Kleinste. Für dich ist es am einfachsten. Immer auf die Kleinen. Da muss ich alles ausbaden. Du hast Glück, aber vor allen anderen entdeckst du neue mysteriöse Dinge und gleich zweimal. Ich bin neidisch. Na dann mal los. おしゃべりできる仲間がいると旅も断然楽しくなるよね。もう一人の時は心細く。じゃなくて退屈でさ。ああ、そうだな。ああ、カロル、後ろに魔物が。で、悪い。見間違いだった。ちょっと、脅かさないでよ。急ににぎやかになりましたね。Hey, ist Erich, kann mich erinnern, das gesagt zu haben. Was ist das? Darf ich vorstellen? Der Plauderspieler V. Er zeigt die Gespräche aus deinem Gedächtnis, die du vor langer Zeit geführt hast. Ich bin total verloren, aber dieses Ding lässt dich ein Gespräch lesen, das du vor langer Zeit gehabt hast. Jawohl. Hey, das ist praktisch, dafür haben wir bestimmt Verwendung. Wir können es jederzeit benutzen, richtig? Jawohl, wann immer ihr wollt. Also gut, dann kommen wir wieder. Kann ich mal sehen, ob ich ein paar Sachen verpasst habe. Szenarien Kapitel. Habe ich doch einige verpasst anscheinend. Kochen. Alles klar. Die Spezialbühne ist da vorne. Dort werden Theaterstücke und Musicals aufgeführt. Sehr merkwürdiger Ort. Ich will mit dem Typen da reden. Durch von der Seite von Nobu Kawaguchi, Klasse 4A. Sehr gefühlt, ich müsste den Namen kennen. Langreise von Yuda Kawa. Okay. So, haben wir mit allen hier geredet, ne? Nee, da vorne mit dem Pokerspieler glaube ich noch nicht. Eine 8, wie schwierig. Scheint zwar niedrig, könnte aber auch durchaus hoch sein. Willkommen, sehr freut. Das ist der Pokertisch. Na sowas, hier kann man also pokern. Waven, weißt du, wie dieses Pokeren ist? Was dieses Pokeren ist? Grünschnabel, das ist Poker, ein Kartenspiel. Genau, die Spieler halten Karten aus einem Stapel mit 54 Spielkarten und versuchen die höchste Hand zu erlangen. Das hört sich schwer an. Es ist vielleicht für dich schwer, aber nein, es ist nicht schwer. Ihr werdet sehen, es ist ein netter, genüsslicher Zeitvertreib. Ihr könnt einfach fragen, wenn ihr etwas nicht versteht. Kein Grund zur Sorge. Wir brauchen Jetons, oder? Zum Spielen benötigt ihr mindestens einen Jeton. Aber je mehr Jetons ihr setzt, so höher ist die Ausschüttung, wenn ihr gewinnt. Wie ist aus? Möchtet ihr spielen? Ja, machen wir mal eine Runde. Brauche ich eigentlich nicht. Machen wir mal unsere 5 Jetons hier. So,
Wenn ich X drücke, bald ich die, ne? Na, machen wir mal so. Straight. Oh, perfekt. Einsatz verdoppeln? Nö. Aber da kann man so... Da kann man eine Menge Jetons bekommen. Das weiß ich noch in Tales of the Abyss. Da habe ich immer eine Menge Jetons bekommen, wenn man das richtig anstellt. Vielen Dank, wir hören uns wieder. Ich glaube, hier werde ich etwas Zeit mit verbringen mit all den Sachen. Einfach nur um Jetons zu farmen. So, jetzt, da ich einige Jetons habe, kann ich jetzt hier irgendwie was machen. Muss ich noch mal mit allen Leuten reden. So, kann ich nichts machen. Ich glaube, da kann ich überhaupt nichts machen, ne? Ein gutes Angebot an Masken ist aufgestellt. Es gibt Katz, Harold und sogar Mew. Wer ist Harold? Kommt mir bekannt vor, ist er nicht auch einer der Hauptcharakter in irgendeinem Tales of Spiel? Eternia oder irgendwie sowas? Ich habe ja nicht alle gespielt. Also, Entschuldigung, aber es gibt einen Tales of Titel, wo ein rothaariger Hauptcharakter ist, der nicht Luke ist. Gut, dann ja, weiß ich nicht. Werde ich wohl hier ein paar Jetons versuchen aufzutreiben. Und ich habe das Gefühl, ich muss auch wahrscheinlich durch die ganze Welt noch mal reisen. Weil es sieht sehr stark dann aus, als ob wir jetzt wieder, weil wir nicht nebenquesten können. Ich überlege gerade, wo gibt es noch einen Ort, der. Weiß ich nicht. Ich überlege gerade, gibt es irgendwo noch einen Ort, wo ich vorher nicht hin konnte? Wo das Wasser irgendwie zu hoch war oder so. Warte mal, ich weiß was. Dieser eine Ort hier. Ich glaub, hier in der Nähe war das, ne? Da war doch immer diese eine Insel, ne? Oh. Meint ihr, wir könnten mal in der Hauptstadt vorbeischauen? In der Hauptstadt? Gibt es da nicht noch Leute in der Unterstadt, die ihr gerne sehen würdet? Da ist niemand, den ich absolut sehen muss, aber meinetwegen. Okay. Ja, ich habe so das Gefühl, wir werden hier noch viele Nebenquests machen müssen. So, warte mal, kann ich jetzt hier hin? Hey, warte mal, kann man da jetzt landen? Da kann man jetzt landen. Da kann man vorher auch nicht landen. So, aber warum ist das hier? Hier muss man da auch irgendwie hinkommen. Die sind auch so Gentlemans. Den Ort habe ich dort, glaube ich, auch noch nicht auf der Dingskarte, ne? Also nicht. Aber ich meinte, die Karte, die Hundekarte, konnte man vorher noch gar nicht abschließen, weil da, oh Gott, weil der Balken noch nicht voll war. Sieht der blaue und das. Zwischen dem blauen und dem roten ist ja noch so ein Dings. So ein schwarzes Gebiet. Deswegen nehme ich mal an, man kann doch nicht alles irgendwie erkunden. Glaube ich jedenfalls. Ey! Ihr seid doch die aus dem Kolosseum. Oh, hinterlässt ja auch so Sachen wie Chigelpelz und all sowas, weil die Sachen brauche ich, um einige Sachen herzustellen. Gentle Replica. Hallo, was? Ja, okay, ich muss wahrscheinlich durch jede Stadt noch mal rumrennen. Da bin ich doch gerade erst mal fertig gewesen mit. Ja, du, ja, auch. Okay. Entschuldigung. Okay, das wird wieder beschäftigt sein. Weil das Spiel hat jetzt schon darauf angedeutet, dass ich wieder irgendwelche Nebensachen machen muss, ne? Studio vielleicht, dass ich nach Saphias gehe.
muss irgendwie Bücher finden für Rita. So, Fragmente Hyper Resonance. Oh, cool. Gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. In der nächsten Folge sehen wir uns dann. Also in der nächsten Folge werde ich dann wahrscheinlich wieder ein paar Quests hochladen, ne? Wenn wir gucken, wie es hier so weitergeht. Damit ich hier noch ein paar Sachen, weiß ich nicht, machen kann. Und ja. In dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.